Ja, es war eine spannende Mischung jetzt an Preisträgern und ich glaube, solche Impulse für die Bergische Region, da kann es eigentlich nicht genügend geben. Ne? Und das ist, glaube ich, ein weiterer jetzt sehr schöner Baustein, den wir haben. Ich muss sagen, am meisten hat mich jetzt das Remscheider Unternehmen, das Start-up, der Coaching Space beeindruckt, wenn man doch im Markt jetzt neben dieser ja hochinnovativen klassischen Industrie, von der wir wissen, was eben auch an neuen Ideen in der Region entsteht, das macht immer Spaß zu sehen. Und so ein Preis, der schafft dann natürlich plötzlich auch Sichtbarkeit für diese Unternehmen. Erstmal ist die Idee des Bergischen Zukunftspreises eine sehr lobenswert, weil es das Bergische Städtedreieck hebt. So, und für mich ist immer wichtig, dass die Städte wirklich zueinander finden und ein gemeinsames Verständnis finden. Also machen Sie ein magisches Bergisches Städtedreieck. Sie haben in Solingen, Remscheid, Wuppertal so viel zu bieten, also sowohl aus der Tradition der drei Städte heraus, aber eben auch mit dem ungeheuren Innovationspotenzial von Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung, Gewerbe. So, und wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo es genau darauf ankommt, auf diesem Unternehmergeist und auf die Fähigkeiten. So, und deswegen haben diese drei Städte wirklich aus meiner Perspektive eine richtig gute Zukunft, wenn sie den Weg finden zu sagen, wir Bergische Städtedreieck. Ich glaube, man kann das immer sichtbarer machen, so, weil wir leben ja in einer Welt, wo Informationen en masse da sind und dann geht so eine vermeintlich kleine Region schon mal unter. So, aber man kann das hier wirklich mit Stolz vortragen, wir sind Bergische Städtedreieck, haben viel, können viel, aber haben auch noch viel vor. Also ich fand das sehr hilfreich, ne? Auch das als Fremdbild zurückgemeldet zu bekommen, denn ich meine, Frau Scharenbach hat ein gutes Gefühl dafür, was im Land geht, wie andere Regionen unterwegs sind. Und da sehe ich das durchaus auch als Ansporn. Und sie hat da ja einen ganz schönen Kompass vorgegeben. Und ich glaube, wir sind ja in vielen Bereichen ja auch sehr, sehr gut unterwegs. Aber das gibt einem dann nochmal so einen zusätzlichen Ansporn. Okay. Ja, natürlich ist das eine Überraschung. Ist natürlich auch ein Ausdruck einer Wertschätzung für unsere Unternehmung, für die Menschen, die da arbeiten. Und natürlich ist das auch eine Verpflichtung für uns, einen erfolgreichen Weg weiterzugehen. Ja, natürlich eine Überraschung, aber eine schöne Überraschung. Ja, wir sind ja da gefordert, miteinander zusammenzuarbeiten. Strukturen von früher, wo Wettbewerb jemand war, mit dem man nicht gesprochen hat, das muss man aufbrechen. Firmen müssen zusammenarbeiten. Nach meiner Einschätzung, die wirklichen Wettbewerber sitzen ganz woanders auf dieser Welt. Und wir müssen entsprechend gemeinsam uns aufstellen, um erfolgreich zu sein. Für diese Region, für die Menschen und für die Unternehmen, dass wir weiter Erfolg haben. Ganz toll. Ja, man fühlt sich hier wohl. Es gibt ein gutes Klima. Es wird viel von Klima gesprochen, das ist natürlich richtig, und dass man zusammenrücken soll. Und das machen diese Firmen. Und die fühlen sich in einem guten Klima zu Hause. Und Kunst macht ein gutes Klima. Und deswegen ist das richtig, dass Kunst und Wirtschaft zusammenarbeitet.